Marvin Plattenhardt, 26, vertritt Berlin und Hertha für Deutschland bei der WM 2018 in Russland. Bild sprach mit ihm über seine erste WM-Teilnahme. Bild, wie war die erste Nacht als WM-Fahrer? Plattenhardt, hervorragend. Ich habe tief und fest geschlafen. Bild, wie haben Sie erfahren, dass Sie bei der WM dabei sind? Plattenhardt, vor der Bekanntgabe habe ich etwas TV geschaut. Da haben viele spekuliert, dass ich das Hotel schon verlassen hätte und auf dem Weg nach Hause sei. Über diese Gerüchte musste ich schmunzeln. Denn ich wusste bereits, dass ich dabei bin. Ich hatte morgens zufällig den Bundestrainer getroffen. Er hat mir dann die frohe Botschaft mitgeteilt. Bild, haben Sie davor gezittert, dass es Sie erwischen könnte? Plattenhardt, ich habe nicht gezittert. Ich war entspannt. Solche Entscheidungen trifft am Ende der Trainer. Wir Spieler haben in den letzten Monaten alles gegeben. Mein großes Ziel ist jetzt endlich in Erfüllung gegangen. Bild, wie viele Spiele wollen Sie jetzt bei der WM machen? Plattenhardt, ich werde für die Mannschaft da sein. Egal in welcher Rolle. Wenn das Team mich braucht und die Trainer mit mir planen, bin ich bereit. Wenn ich auf der Bank sitze, werde ich das Team trotzdem unterstützen. Bild, wie sehen Sie die Situation hinten links? Ist Hector für Sie klar gesetzt? Plattenhardt, wenn man dem glaubt, was man so hört und liest, dann ist Hector gesetzt und ich sein Backup. Im Training werde ich mich dennoch voll zeigen, damit die Kollegen merken, dass sie auf mich bauen können. Ich wünsche mir natürlich Einsatzzeit. Es wäre nicht so schön, wenn man nach Hause fährt und keine Sekunde auf dem Platz stand.